Ach, Freunde, was soll ich euch sagen? Ja, Ronan, spiel doch mal Chevy. Ja, wenn ich jetzt Chevy fahre, was dann? Dann haben wir ja nichts mehr. Dann ist ja gar keiner mehr da. Infanterie. Ja, das wird ja herrlich. Wo spawnen denn die Panzer? Wo spawnt er denn mit dem Panzer? Lol, great. Ja, ich weiß. 3 gegen 6. Na los, komm. Ich muss mich jetzt für eine Seite entscheiden, damit es schnell geht, weil ich der einzige Infanterist bin. Und das war Gottverdammt nochmal die falsche Entscheidung. So. Was mache ich so lang? Halte ich die hier auf? Und hofft, dass die auf der Seite durch. D3 kann ich schlechter verteidigen. D2 dafür super. B2 kann ich auch besser verteidigen als. Naja, nicht bedingt. Abwarten und Tee trinken. Ich kann ja nur eine Seite verteidigen. Die müssen es da drüben irgendwie gehalten kriegen. Komm, beeil dich mal ein bisschen. Das ist Skill! Ganz klar! Wenn hier jetzt ein Sniper hockt. Sehen du hier nix, ne? Die Seite wird erstmal gehalten von 4 Leuten. Die kommen ja schon wieder. Euch zwei Hobbygärtner, mein und nass. Na, Munition endlich alle? Jetzt schieße ich. Nö, zweimal. Gehen wir in die Offensive? Kackendreist, wie wir sind. Könnten wir das kriegen? So wollen wir uns jetzt beeilen. So, aber schnell. Laufe, 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 laufe. Die sind zu zweit, ich bin alleine. Hopp. Laufen, 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 laufen. Wieder zu zweit da. Das schaffe ich nicht. Oder vielleicht doch. Komm schon. Ja, es ist wieder einmal stehen geblieben zwischendurch. Jetzt brauchst du auch nicht mehr landen, du Idiot.
Wenn du vor 10 Sekunden abgesprungen gewesen wärst, hätte ich es noch gekriegt. So kriege ich es nicht mehr. Getroffen haben wir noch. Oh Gott. Ganz so dumm bin ich doch nicht. Ihr seid doch garantiert von hier reingekommen. Gut, er ist hier unten rechts. Danke, ich mach mal. 38T. Links von mir, da muss ich mich beeilen. Dann komme ich nach oben aufs Dach, da gibt's die Panzer raus. Ah, laufen, 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 laufen. Ne, was hier so Kleinigkeiten ausmachen, ne? 2 gegen 1, ich bin da nicht rechtzeitig da. Wieder 2 gegen 1. Ich habe ihn noch daneben gesetzt. Wieder rüber. Nur am Rennen. Lucky is a bitch. Überraschungsmoment genutzt. Ich habe bloß immer Angst, dass noch ein zweiter ankommt. Erst recht sichern. Munition holen. Könnte oben sein, muss er aber nicht. Der 38er kommt, muss ich beeilen. Bin er nicht getroffen. Panzerdeckung. Da hat er mal Lack gehabt. Irgendwann falle ich dann auch mal um.
Du kannst keinen Panzer spielen. Das ist gar nicht machbar. Wenn ich hier Panzer anfangen würde zu spielen auf Ami-Seite, wäre das Spiel gleich verloren. Ich bin hier the one and only auf dem Feld. Wenn ich hier nichts mache, dann weiß ich doch gar nicht, was ich hier machen soll. Zack. Roland, kleines Wunderkind. Wenn wir das jetzt hier nicht schaffen, einen Mann suchen. Na toll, das wird lustig. Und der. Jetzt weiß er, wo ich bin. Der ist oben auf dem Dach. Hat er gedacht, er ist Fuchs, war er aber nicht. Nur der Kopfschuss kann ich retten, mein Freund. Nur der Kopfschuss. In die nächste Richtung. Ich bin hier nur am Rennen. Vierunddreißig Schuss. Damit die drei einnehmen, muss reichen. Ist noch einer top. Gehe ich drüben hin? Oder bleib ich hier stehen? Hier stehen. Ich weiß, dass O2 angegriffen wird und O1 auch. Ich gebe mir ja Mühe. Wenn ich nicht von Anfang an dabei gewesen wäre, hätten wir schon verloren. So, jetzt nehme ich ja gleich Druck weg. Man dahin, ich habe die drei. Oh, danke. Mit dem hat auch keiner gerechnet. Komm hier. Komm, so schnell kommt keiner. Die Tür genau im Blick. Guck mal, hab dich geheilt. Er muss rechts reingekommen sein, woanders. Ist gar kein Platz. Upsi, holla die Waldfee. Steht da einer und snipert? Weh, er schießt mich in die Tür. Schöner Kopfschuss. Schön. Aus der Hüfte, locker flockig. Der war im Anlegen. Das sind zu viele. Das sind nicht zwei. Müssen wir nicht erschießen. Schlecht geschossen von mir. Das
So, vorwärts. Ich habe ihn nicht gesehen. Er kommt aus dem Unsichtbaren. Zack, ich habe nur kurz gedacht, das kann keiner sein. Zack, da war einer. Es ist manchmal, es ist, die Highlights sind immer nur die Tode. Es ist, das ist wirklich absolute Wahnsinn. Erschossen werde ich wirklich nur durch irgendeine Lächerlichkeit, wo keiner Mensch mit rechnet. Ach ja, jetzt werde ich mir wieder den Weg abgeschnitten. Ah, Lux. Da, die, die, dum, 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 dum. Dann fahren wir wieder außen rum. Hoffen, dass hier kein Lux steht, weil der rasiert mich direkt weg. Da stand einer, da stand einer, da stand einer. Ich bin gerade gegen irgendwen gegengelaufen. Du hast mich nicht gesehen. Du hast Schiss bekommen. Alle schnell gehen, mal schnell gehen. Keine Zeit, um auf den Kill zu gucken. Hoffen, dass jetzt keiner von rechts kommt. Nun haben wir wieder Ruhe im Kasten. Das war dumm. Dumm aufgeteilt. Der eine hatte mich nicht gesehen, habe ich gedacht, stellst du den als erstes aus, weil der sich gerade, weil der gerade nicht gut steht. Die Kübelwagen, Junge, die trifft er, wenn er sonst nichts trifft. Das müssen wir probieren. Das wäre jetzt so schön gewesen. Zeit verlieren. Können wir hier runter, ohne erschossen zu werden? Sehr mutige Entscheidung. 2 Meter gesprungen. Nehmen wir lieber eine Panzerfaust mit. Heute sind viele Panzer unterwegs. Alle? Nur ich nicht. Heute gut mit der Panzerfaust, aber nur gegen Kübelwagen. Die Panzer treffe ich nicht. Oh, das wird jetzt hier ein Gewurschtel. Ups, jo, holla die Waldfee, rum um die Ecke. Keine fiesen Mantenten, hier drin stehen bleiben. Safe spielen. Kann ich nach vorne, stehen zu viele Panzer. Ah. Zeit, 2 gegen 1. Sehen tun wir keinen. Ich muss nicht kommen, ich habe Zeit. Die bewegen sich auch nicht, ne? Schießt nix.
keine. Ach. So lange gecampt, bis wieder 2 gegen 1 ist. Ich hätte nicht rauskommen dürfen. Naja, was soll's. 2 gegen 1 ist immer gut. Das bringt viel Zeit. Weil die Panzer sich dann meistens auch nicht vortrauen. Also sind es dann nachher schon 6, 7 Leute, die ich beschäftige. Kriegen wir das? Jawohl, natürlich perfekter Kopfschuss. Das musst du erstmal so schaffen. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Da musst du schon Weltklasse für sein, um da wieder einen Kopfschuss zu landen. Na, diesmal der Winkel zu spitz, das ist aber bedauerlich. Ich wäre sehr gewundert, wenn es kein Glücksschuss gewesen wäre. An den hinteren Panzer zuerst. Ja. Wird wieder von drei Seiten gleichzeitig beschossen. Es ist der Wahnsinn. Da muss ich mich immer umbringen. Die anderen halten nur die B-Line. Da sind nur zwei Leute. Das ist alles kein Problem. Da steht einer mit einer K98. Ist alles egal. B2 sind also zwei Leute plus drei Panzer. Hier sind es zwei Panzer plus eben die Halbleistung. Keine Zeit. Für den hätte ich noch Zeit. Aber nur, wenn ich da rankomme. Hier habe ich keine Zeit für. Schnell noch einen Angriffsbefehl gegeben. Hier bin ich. Warum steht man hier? Richtig, weil da eine Tür ist und dahinter eine Tür. Wenn er hier nicht reinkommt, muss er da drüben reinkommen. Alles, was da links kommt, kann nicht sein. Das heißt, wenn er dann rumgeht, muss er rechts hinter mir sein. So, das bringt jetzt nochmal Zeit. Und jetzt gewinnen wir auch. Ist es. Ja, wenn es so eine Spiele gibt, ne, man sieht ja immer, ne, der Roland hat ja immer das Doppelte an Punktenvorsprung. Das muss auch sein. Ich bin als Erster hier im Spiel drin. Wenn ich hier nicht das Doppelte an Punkten habe in der Verteidigung, dann habe ich irgendwas verkehrt gemacht. Stück tiefer jetzt reinziehen, weil die hinten B1 gerade cappen. Ja, es ist ja da. So viel Luck will ich auch mal haben, dass du jedes Mal aus meinem eigenen Spawn wirst du abgeknallt. Es ist immer. Es ist mindestens ein Kill pro Spiel aus dem eigenen Spawn abgeknallt. Ne? Dann beim Spawnen abgeknallt. Ne? Und Kopfschuss. Es ist was anderes, gibt's ja nicht. Ne? Das ist so selten, dass ich mal ein 1 gegen 1 ohne Kopfschuss verliere, ohne irgendwelche Lächerlichkeiten. Das kommt wirklich nur ganz, ganz selten vor. Oh, jetzt muss ich erstmal die Panzer abknallen. Wo ist denn ein Ehrenpanzer?
Ah! Jetzt hat er hat auf die ST-Granate geschossen. Er hat daneben geschossen und hat dadurch mich gekillt. Ist auch nicht schlecht, ne? Es ist immer wieder herrlich. Es ist so geil, wie ich sterb. Es ist der Wahnsinn. Wie gesagt, ich könnte hier 10 Millionen Euro verwetten darauf, dass jemand mich dreimal hintereinander abknallt, ohne mir einen Kopfschuss zu verpassen. Das passiert nicht. Das wird einfach nicht passieren. Das ist noch nie vorgekommen und das wird auch nie vorkommen. Weil es einfach nicht machbar ist. Ne? Etwa ich knall ihn dann zwischendurch ab oder irgendeine andere Lächerlichkeit passiert. Dass ich durch irgendwas anderes sterbe. Eine Granate oder so. Den Rückzug nach. Ein Panzer. Hopp. Der hat die ST-Granate mit der Dings abgefangen. Niemals hinterherkommen. Ich muss auch mal Lack haben. Voll modifizierte MP34. Hallo. Hier sind überall feindliche Schützen, das ist der Wahnsinn. Welche Ecke? Hinter dem Baum geradeaus zu. Und da kommt der nächste, der da kämpft. Junge, Alter, 4, 5 Mann, die da hinten warten, das ist der Wahnsinn. Jetzt kann ich noch eine Minute Chaffee spielen, wenn ich will. Jetzt kann ich hier nochmal alle, die Schwanzlutsche, alle über den Haufen schießen. Ah, wie geil. 48,8, ich frag mich auch immer, wie ich das mache. Aber der gegnerische Team hat ja 39,8. Ist ja auch gar nicht so schlecht. Aber der spielt Panzerfahrer, also ist keine Kunst. Gegen M2A3. Oder nicht? Das mitfahren oder nicht? So. Das kann doch nur ein Panzer sein. Was schießt denn da hinten? Ist das unserer? Jetzt mit dem eigenen Panzer wieder niederringen und jetzt werde ich noch abgeschossen. Rückzug.
aber natürlich, dass hier keiner steht. Es sei, er snipert wieder einer von B3 aus, der nichts zu tun hatte. Schönen Kopfschuss hat er gefangen in seinem Flugzeug. Meiner schießt schneller. Ach ja, die stehen ja immer zu doppelt und zu dribbeln da mit ihren Panzern. Das ist immer der Wahnsinn. Wo steht der? Komm, schieß mal, Panzer. Ah, ich muss jetzt einmal den Bogen da erstmal außen rum kriegen, damit ich hier eine Gerade hinkriege, damit ich dann gerade ausschießen kann. Das Problem ist, wenn da natürlich jetzt die ganzen eigenen Panzer schon gekapert stehen, dann komme ich dann natürlich so schnell nicht rum. Sekunden, das sollten wir schaffen. Der Stuart steht hier im Bus, fahr doch einfach durch. Wir sind zu zweit, was will er denn machen? Ah, steht da noch mal einer mit der Wurfmine lang. Er muss ja noch ein bisschen unsere KD ruinieren. Ja, also tut mir leid, Panzerfahren ist einfach nicht drin, weil es einfach immer jedes Mal nur zum Ende für 2 Minuten dann ist, um ja, just for fun Gründe. Es bringt einfach nicht viel, weil ich einfach als Infanterist, ja, unwiderruflich, ne, es geht einfach nicht. Es ist, ne, es geht nicht. Punkt.